In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der grafischen Programmiersprache Graph Ihre Maschinen- und Prozessabläufe einfach realisieren können. Viele Anwendungen aus der Fertigungs- und Prozesstechnik lassen sich in sequentielle Abläufe aufteilen und entsprechend abbilden. Diese Sequenzen werden oft in Ablaufdiagrammen beschrieben. Mit Graph lassen sich diese Ablaufdiagramme 1:1 in Ablaufketten umsetzen. Mit einer Ablaufkette unterteilen Sie das Programm zunächst in einzelne Schritte. Ein Schritt kann wiederum verschiedene Aktionen enthalten. Der aktuelle Schritt bleibt so lange aktiv, bis die zugehörige Weiterschaltbedingung, auch Transition genannt, erfüllt ist. Danach wird der nächste Ablaufschritt bearbeitet. Für den Fehlerfall gibt es die Interlocks und Supervisions, die den aktiven Schritt überwachen und automatisch eine Meldung absetzen. Die Graph-Schrittkette kann sogar im HMI angezeigt werden. Bei einfachen Abläufen werden die Schritte linear nacheinander bearbeitet. Bei komplexeren Abläufen können sie parallel in mehreren Ablaufzweigen dargestellt werden. Mit Alternativzweigen wird, abhängig von einer Bedingung, ein einziger von mehreren möglichen Ablaufzweigen durchlaufen. Simultanzweige erlauben eine gleichzeitige, parallele Bearbeitung unterschiedlicher Abläufe. Wie sieht das im TIA-Portal aus? In unserem Beispiel sollen zwei Hub-Einheiten gesteuert werden. Legen Sie dazu in Ihrem Projekt zunächst einen Graph-Funktionsbaustein an. Die Ablaufketten programmieren Sie mit dem Graph-Editor. Das Programmierfenster bietet eine Funktionsleiste, die Navigation und einen Arbeitsbereich. Über die Funktionsleiste können Sie zum Beispiel die Ansichten des Arbeitsbereichs umschalten. Die Navigation bietet den schnellen Zugriff auf alle Komponenten einer Ablaufkette. Und im Arbeitsbereich programmieren Sie die einzelnen Komponenten Ihrer Ablaufkette in der jeweiligen Ansicht. In der Kettenansicht ist bereits der erste Schritt, der sogenannte Initialschritt, angelegt. Anhand des Ablaufdiagramms legen Sie hier die Struktur Ihrer Ablaufkette an. Die Programmelemente fügen Sie durch Anklicken der Elemente in der Favoritenleiste in den Baustein ein, zum Beispiel Schritte, Transitionen, Alternativzweige oder Sprünge. Solange ein Schritt keine Aktionen beinhaltet, ist dieser gekennzeichnet. Zur besseren Lesbarkeit vergeben Sie für die Schritte und Transitionen eigene Namen. In der Einzelschrittansicht legen Sie die Aktionen fest, die bei der Bearbeitung des Schrittes abgearbeitet werden. In unserem Beispiel soll die erste Hubeinheit zeitverzögert nach oben fahren. Unter Transition programmieren Sie die Bedingungen zum Weiterschalten in den nächsten Schritt. Im Beispiel hier ist die Bedingung erfüllt, sobald die Hubeinheit oben angekommen ist. Störungen aufdecken können Sie über Interlocks und Supervisions. Unter Supervisions, einer Aktionsüberwachung, beobachten Sie zum Beispiel die Schrittdauer. Die zugehörige Fehlermeldung ist bereits in Graph integriert und muss nicht programmiert werden. Mit einem Interlock überwachen Sie die Ausführbarkeit einer Aktion, also zum Beispiel, ob die Tür am Eingang der Hubeinheit geschlossen ist. Die einzelnen Aktionen in einem Schritt können in Abhängigkeit eines Interlocks gesteuert werden. In beiden Fällen kann eine Fehlermeldung erzeugt und angezeigt werden. Unter Vorausgeschaltete und Nachgeschaltete permanente Anweisungen erstellen Sie zusätzlich den Programmcode, der in jedem Zyklus bearbeitet werden soll. So können Sie bei Bedarf in die aktive Schrittkette eingreifen. Unter Meldungen sehen Sie den Aufbau Ihrer Meldung, so wie er in der zentralen Meldeeinstellung vorgenommen wurde. Auch in der Kettenansicht können Sie sich Aktionen und Transitionen anzeigen und einen Überblick über die gesamte Ablaufkette erhalten. Der Graph FB muss nun zum Beispiel im zyklisch bearbeiteten Organisationsbaustein OB1 aufgerufen werden.
Dazu müssen Sie die erforderlichen Ein- und Ausgangsparameter entsprechend an der Bausteinschnittstelle verschalten. Für Tests oder zur Inbetriebnahme laden Sie anschließend das Projekt in die Steuerung. Durch Anstoßen der Beobachtungsfunktion können Sie jetzt die Ablaufkette sowohl in der Navigation wie auch im Arbeitsbereich online beobachten. Kommt es zu Störungen im Ablauf, wird der betroffene Schritt rot markiert. Das erleichtert die Fehlersuche enorm. Die Beobachtung einer laufenden Kette lässt sich auch auf einem HMI-Gerät darstellen. Das erlaubt eine Fehlersuche auch ohne Programmiergerät. Mit der Programmierung in Graph können Sie den Ablauf Ihrer Anlage direkt 1:1 in Ablaufketten umsetzen. Durch die grafische Programmierung behalten Sie immer die Übersicht und können so auch Störungen am HMI einfach und schnell lokalisieren.